Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um das Thema Runden. Wann brauche ich mal etwas zu runden? Immer dann, wenn man ungefähr Angaben macht. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr 73 Videos erstellt. Irgendwo in einem Zeitungsartikel stand dann drin, Schmidt hat ungefähr 70 Videos gemacht. Das heißt, aus der Zahl 73 wurde die 70. Und weil das eben nicht mehr das Gleiche ist, macht man kein Ist-Gleich dazwischen, sondern so eine Welle des Ist-Gleichs. Das heißt dann ungefähr. 73 wurde gerundet auf die Zahl 70. Jetzt kann man das nicht einfach so machen, wie man will, sondern da gelten bestimmte Regeln. Und eine Regel, die ist zum Beispiel hier oben schon gekennzeichnet mit dem Lila und mit dem Grün. Das ist ein Zahlenstrahl und da habe ich jetzt zum Beispiel mal die Zahlen 70 bis 80 dran stehen. Ich suche da jetzt die 73, die haben wir 71, 72, 73 an dieser Stelle und dieser Stelle ist im lilanen Bereich. Das heißt, es muss abgerundet werden. Der Pfeil sagt uns schon, alle Zahlen, die im lilanen Bereich sind, die fallen zurück auf die 70. Und alle Zahlen, die im grünen Bereich sind, also auch diese Grenze, dort wo der grüne Strich ist, die würden aufgerundet werden. Hätte ich also 76 Videos erstellt, könnte ich sagen, das waren ungefähr 80, weil man mathematisch gesehen bei 76 auf 80 aufrundet. Wie die genauen Regeln jetzt gelten und wie man das bei anderen größeren Zahlen macht, das werde ich euch jetzt erklären. Also, zum Beispiel haben wir die Aufgabe, runde 70.522 auf Tausender. Das ist so ein Beispiel, das könnten jetzt zum Beispiel Zuschauer in einem Stadion sein. So viele waren da, aber in der Zeitung schreibt man jetzt eben nicht genau die Zahl hin, sondern eine ungefähre Zahl hin, weil sich die Leute diese Zahl da sowieso nicht merken können, normalerweise. Ihr könnt es schon merken, aber die in der Zeitung nicht. So, auf Tausender heißt, wir müssen zuerst mal finden, wo der Tausender ist. Dazu brauchen wir das Dezimalsystem. Hier sind die Einer, hier die Zehner, hier die Hunderter und hier sind die Tausender. Dann ist es immer so, dass wir eine Stelle zurückschauen müssen. Eine Stelle davor gibt nämlich an, ob ab- oder aufgerundet wird. Und dann gelten folgende Regeln. Bei den Ziffern 0, 1, 2, 3, 4 runde ab, bei den Ziffern 5, 6, 7, 8, 9 runde auf. So, dieses Beispiel machen wir uns jetzt nochmal hier oben deutlich. Es wird quasi die Zahl 70.000 hier hingestellt oder 71.000. Denn die Frage ist, wird auf die 70.000 abgerundet oder auf die 71.000 aufgerundet? Nur zwischen diesen Möglichkeiten haben wir die Auswahl, weil ja auf Tausender gerundet werden soll. Also, schauen wir uns die Zahl an. Die ist hier ungefähr, also hier beim Grünstrich ist 70.500, also ist hier ungefähr 70.522. Diese Stelle ist im grünen Bereich, das heißt, sie muss auf den nächsten Tausender aufgerundet werden, 71.000. Hätte die Zahl geheißen 70.480, dann hätte es auf den Tausender davor abgerundet werden müssen. Also die Stelle hinter der zu rundenden Stelle, die da, die entscheidet, ob auf- oder abgerundet wird. Und da muss man sich merken, die 0, 1, 2, 3, 4 rundet man ab und die 5, 6, 7, 8, 9 rundet man auf. So schreibt man das Ganze dann. Die Zahl 70.522 ist gerundet auf Tausender 71.000. Schauen wir uns das Beispiel von vorher nochmal an. Da wurde die Zahl 73 auf die 70 gerundet. Da stellt sich mir die Frage, auf welche Stelle wurde denn gerundet? Naja, es wurde auf die 10er abgerundet, denn die 73 wurde zu der 70. Das heißt, so hat sich's verändert. Wäre hier die 76 gestanden, hätte ich auf 10er gerundet die 80 bekommen. Also in dem Fall hatte man die Aufgabe, auf 10er zu runden. Heute haben wir also gelernt, wie man rundet. Es kommt ganz darauf an, auf welche Stelle man rundet. Die muss man zuerst finden. Und dann erst kann man auf die nächst kleinere Stelle abrunden oder auf die nächst größere Stelle aufrunden. Es gibt ganz viele Zahlen, die in so einem Bereich drin sein sollen oder drin sein können. Das haben wir ja schon an dieser Zahl da oben gesehen. Und es ist auch für uns relativ leicht herauszufinden, auf welche Stelle gerundet wurde, wenn wir die Rundung sehen. Das habt ihr bei meinen YouTube-Videos Rundung gesehen. Das kommt jetzt ins Regelheft und dann sehen wir uns nächste Stunde. Und bis dahin überlegt ihr euch, wo ist es denn noch überall sinnvoll zu runden? Außer beim Fußballspiel, bei den Zuschauern und bei den YouTube-Videos beim Herrn Schmidt. Lasst euch mal was einfallen und dann sehen wir uns nächste Stunde. Tschüss!